nie ein Hehl daraus gemacht, dass wir zu jeder Zeit ein klares Feindbild hatten. Nach unserem historischen und militärischen Verständnis benötigt jede legitime Armee ein Feindbild. Das Feindbild ist zudem ein tragendes Element eines stabilen Wehrmotivs. Ein Land, das eine und oder eine Staatenkoalition ohne Gegner müsste keine Armee haben. Und eine Armee macht nur Sinn, wenn sie sich auf den Kampf gegen einen potenziellen Gegner vorbereitet. Erst ein konkreter Gegner erfordert eine gezielte Ausbildung und eine entsprechende Bewaffnung und Ausrüstung. Unser Feind basierte auf der potenziellen Bedrohung, die schon allein durch die Stärke der uns gegenüberstehenden Streitkräfte und deren Bewaffnung erwuchs. Und aus der ständigen Absicht, den Sozialismus zurückdrängen zu wollen. Interessant in diesem Zusammenhang ist der Fakt, dass in der Nationalen Volksarmee im Gegensatz zur Bundeswehr der Begriff Feind im militärischen Sprachgebrauch nicht verwendet wurde. Bei uns hieß es Gegner oder potenzieller Gegner. Nicht zu vergessen ist dabei aber dass dieser Gegner zugleich der Klassenfeind war, den wir unversöhnlich gegenüberstanden. Der politische, moralische Zustand der Armeeangehörigen unserer Armee war durch die intensive politisch-ideologische Arbeit gefestigt und entsprach dem Erfordernis der Zeit. Diese positive Einschätzung unserer Entwicklung soll aber nicht heißen, dass es bei uns keine Schwächen oder Mängel gab. Sie waren zum Beispiel von allen, die Berufssoldaten, oft über längere Zeiträume in extrem hohen Belastungen ausgesetzt, ohne dafür einen entsprechenden Ausblick zu erhalten. Oder die Wehrpflichtigen sehnten das Ende des Wehrdienstes in den letzten 150 Tagen herbei. Trotz solcher Mängel haben wir allen Grund, stolz zu sein auf unsere Armee, die eine nach den modernsten Erkenntnissen der Militärwissenschaft aufgebaute und strukturierte, bestens ausgerüstete und gut ausgebildete Armee war. Jeder von uns, der ehrlich und überzeugt unter Aufübung all seiner geistigen und physischen Kräfte seinen Dienst versehen hat, ganz gleich in welcher Dienststellung, in welchem Dienstgrad und an welchem Ort, hat dazu einen Beitrag geleistet, mit diesem seiner persönlichen Leistung hat er dazu beigetragen, dass wir unseren Auftrag in Ehren erfüllen konnten. Dazu hat uns die Führung unseres Staates in jeder Zeit die Waffen und Ausrüstung zur Verfügung gestellt, die wir dazu benötigen. Die damalige rasante Entwicklung stellte natürlich höchste Anforderungen an die Ausbildung unserer Kommandeure, Stäbe und Truppen. Folgerichtig war sie in der NVA immer das Hauptfeld der Tätigkeit in Friedenszeit. Das gab sowohl für die tägliche Ausbildung in der Truppe als auch in besonderem Maße für unsere Lehreinrichtungen. Hier galt es, gefestigte Persönlichkeiten
heranzubilden, die den Anforderungen des Lebens und des Dienstes gewachsen waren. Nach meiner Überzeugung gibt es nur wenige Berufe, die mit so vielfältigen Anforderungen verbunden sind, wie der des Berufssoldaten. Das erforderte eine gründliche und umfassende Bildung. Die Heranbildung unserer jüngsten Kommandeure oblag den Unteroffizierschulen und den Offiziershochschulen. Die höchste Lehreinrichtung der FAA war die Militärakademie Friedrich Engels in Dresden. Die Absolventen der Militärakademie erwarben die akademischen Grade Diplom-Militärwissenschaftler, Diplom-Gesellschaftswissenschaftler, Diplom-Ingenieur und Diplom-Lehrer. Insgesamt haben 6.290 Offiziere unserer Armee ein Studium an der Militärakademie in Dresden absolviert. Neben diesen Lehreinrichtungen gab es noch die Militärpolitische Hochschule in Trenau, die Sektion Militärisches Transportwesen und Nachrichtenwesen an der Hochschule für Verkehrswesen Franz Liszt in Dresden, die Militärmedizinische Sektion Ernst-Moritz-Arndt in Greifswald und das Militärwissenschaftliche Institut für Aufklärung in Gießen. Das aufeinander abgestimmte und mit dem zivilen Bildungswesen koordinierte Bildungssystem der FAA wäre unvollständig ohne die Möglichkeiten des Studiums unserer Offiziere an sowjetischen Bildungseinrichtungen zu würdigen. Das Studium an sowjetischen Militärakademien war für die Qualifizierung unseres Offizierskorps von außerordentlicher Bedeutung. Dabei ging es nicht nur um die militärische Ausbildung sozusagen aus erster Hand. Es ging auch nicht hauptsächlich um die Beherrschung der Kommandosprache Russisch. Es war das Gesamtpaket, die Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen und Freunde zu finden. Die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Menschen dieses Riesenlandes zu genießen und sich die Kultur und Sitten und Gebräuche im Wesentlichen zu erschließen. All das formt den Menschen, ließ Persönlichkeiten reifen. Oder aber oft habe ich von Absolventen der sowjetischen Militärakademie sinngemäß gehört, das war eine schöne Zeit in meiner militärischen Laufbahn. Insgesamt haben im Laufe der Jahre 4.800 Offiziere der FAA in der Sowjetunion studiert. Obwohl über das Thema Waffenbürgerschaft noch zu reden ist, möchte ich an dieser Stelle ein ganz persönliches Bemerkung dazu machen. In Moskau und an anderen Standorten von Militärakademien in der Sowjetunion wurde Waffenbrüderschaft unter den Armeen des Warschauer Vertrages nicht schlechthin gepflegt oder gar verordnet. Hier wurde Waffenbrüderschaft im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. So manche Soldatenfreundschaft ist hier entstanden, die zum Teil über lange Jahre Bestand hatte und teilweise bis heute erhalten geblieben ist. Ganze Familien wurden zu Freunden, gemeinsame Ausflüge in die nähere Umgebung, zu Sehenswürdigkeiten oder zu der einen oder anderen Datscha sind im Gedächtnis noch wach und in Fotoalben verewigt.
Nicht selten hat man sich bei späteren Übungen des Dienstes in der DDR wieder. Wie oft dieses bei gemeinsamen Übungen oder anderen Gelegenheiten. Sascha, Kolja, bist du es wirklich? Ähnliche herzliche Beziehungen gab es auch zu Offizieren aus anderen Armeen, die gemeinsam mit uns studierten. Das Studium in der Sowjetunion war auch ein Quell und Förderer einer herzlichen Waffenbrüderschaft. An der Akademie des Generalstabes der Streitkräfte der UdSSR